Beschneidung. Meiner Meinung nach gehören Menschen, die die Genitalien ihrer Kinder verstümmeln, eingesperrt. Und sollte deren Argument tatsächlich sein, dass ihr unsichtbarer Freund das so will, sollte als zweites die Überlegung folgen, ob man solche Leute nach verbüßender Strafe nicht lieber weiter in Sicherheitsverwahrung behält, bis diese Geistesstörung kuriert ist und von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht. Übrigens sollte man bei solchen Leuten genauer nachfragen, was deren unsichtbarer Freund sonst noch alles so will. Denn wer so verrückt ist, auf Kommando eines unsichtbaren Freundes an Kindergenitalien herumzuschneiden, tut mir leid, so jemand ist gefährlich. Und man sollte denjenigen dann auch so behandeln.